Ich hoffe, dass ihr jetzt keiner schreckt. Ich rede ein wenig im Dialekt. Liebe Gäste, wie ich mir denke, kennt ihr ihn alle schon ein wenig. Er ist als äußerst cleverer alter Pomfineberer Herrscher zum 11. Mal bei unserem Fasching in Bad Hall. Und er macht halt heuer auch sein politisch Kommentar. Viel Spaß wünsche ich euch, liebe Leute, mit unserem Pomfineberer heute. Heutzutage ist alles verhext. Der Präsident stellt mir meinen Text. Nächstes Jahr auf Brecher und auf Birgen wird er dann noch mein Gewand anziehen. Doch überall, in jedem Land hinter der vorgehaltenen Hand, ist das Establishment empört, weil die Menschheit sich gegen die Welt verschwört. Und die Presse mutmaßt leise, für die Verschwörung gibt's Beweise, die auf der Grundsatzregel fußen, schuld sind alle nur die Russen. Weil, liebe Leute, schaut euch das an, letztes Jahr hat sich so viel getan, solche Sachen waren bis heute mir alle miteinander nicht gewählt. Wer hätte sich denn das vorstellen können? Das Ende von der Branche Lena. Es heißt ja, dass der fesche Brät im Flieger so viel gesoffen hat, als wie ein alter Birstenpinter. Da steckt gewiss der Russ dahinter. Und in Berlin und auch in Wien sagen sehr viel Leute, die viel verdienen, das ganze Wahlvolk ist eine Gefahr. Die Wähler sind so undankbar, weil ihnen das Verständnis fehlt, dass man nur etablierte wird. Diese Wähler sind nur gefraster und sie begründen das Desaster. Nein, weil die Wähler haben wir gemur, die gehören zum Volk gar nicht dazu. Bald kriegst du als Wähler, wenn du lang lernst, einen Ausweis, damit du wählen gehen darfst. Drum lest in eurem Interesse nur bitte unsere Wahrheitspresse. Macht's mit den Populisten Schluss und Schuld hat sowieso der Russ. Für die werden alle News gefaked, das ist politisch nicht korrekt. Was soll denn das, da wird ein Schier liegen dürfen ganz allein in mir. Und Präsidenten Erstwahlrunde, na das war erst der Schrecksekunde. Am Anfang waren 6 Kandidaten. Wie es alle in den Wahlkampf starten, war um eine Frau gleich ein hübscher Gries. Ich weiß nicht, wie die Dame hieß. Ihr Einsatz war zwar heldenhaft, den Stichwahl hat es doch nicht geschafft. Doch das Establishment erschrickt, weil niemand für ihr in Führung liegt. Die haben sich nur die Plätze gesichert, knapp vor dem Spazi Lugner Richard. Der wurde nicht der Präsident, darum ist seine Frau davon gerannt. Zweiter wird ja elegant vor die Krähen der Boflat gesandt. Und erster wird, ich war ganz wicker, ein blauer Engel mit einem Sticker. Doch der Sieger ist am Ende erst mit der Stichwahl Präsident. Und weil sie ja viel mit Briefen wählen, gewinkt das ja knapp der Van der Bellen. Die Blauen wittern eine Verschwörung, drum gibt's eine Gerichtsanhörung und das Gericht sagt, ihr könnt's tun, was wollt, solange es die Stichwahl wiederholt. Doch der Minister sagt vor oben, die Wiederholung wird verschoben, weil die Sache so blöd liegt, dass der Wahlbrief nicht gescheit biegt. Und drum läuft's komplett aus dem Lot. Ein ganz ein langer Wahlkampf droht, da gibt es nachweislich die Gefahr, dass neben dem Van der Bellen sogar der blaue Engel auch ergraut, weil die Wahl schon so lang dauert. Im Fernsehen dann diskutieren, sollt man's braten oder sieren.
Die Argumente sind sehr spitz. Die Kandidaten in der Hitze tun ihre Vorliebe beweisen, furchtbar gern mit Dreck zu schmeißen. Der Gesandt behauptet, er war viel mehr wert, als wir der engelhofte Norbert. Doch der Mord, der war eklatant, besser wie der kleine Gesandt. Klawischnik jubelt, das versteht sie, für ihren alten grünen Spezi. Der wirbt im Wahlkampf ums Vertrauen der Landbevölkerung und Bauern. Doch hat er nur, das ist ein Faktor, einen steirer Anzug statt einen Traktor. Trotzdem noch ein Wahltermin, dem vierten gewinnt er mit Hilfe der Etablierten. Auch die haben gemerkt, dass etwas nützt, wenn man den Gesandtl unterstützt. Drum steht zum Schluss am Siegertreppchen Puff Daddy mit einem Raucherstäbchen. Rakete 1 und 2 und 5. Der Engel, der hat Stemmeinbussen. Der Gesandt hat gewonnen gegen die Russen. Der Hofer hat einen Flug gebucht und hat sich in Moskau geschwemmt besucht, um mit einem Händedruck an Feuchten seine Niederlage zu beichten. Auch gegen die Herren Hochwohlgeboren in Brüssel hat sich die Welt verschworen. 2016 war ja sehr bewegt und war von Flüchtlingen geprägt. Weil die Briten, so hat man berichtet, sind aus der EU geflüchtet. Die EU verliert mit einem Knaller den zweitgrößten Nettozahler. Die mehreren Briten haben sich gedacht, was haben die aus Europa gemacht? Aus einer Wirtschaftszone haben die einen Kirdog gemacht, nur für Beamte. Nun Brexit fürchten die Etablierten, dass sie noch weitere Länder pfierten. Auf einmal meint man das, was nützt, wenn man die Außengrenzen schützt. Wahrscheinlich bauen sie jetzt einen Zaun, dass ja kein Staat mehr aussehen kann. Und wenn sie damit noch weiterbrüllen, wird bald die ganze EU zusammenruhen. Doch bitten wir sie um Geduld. Und sowieso haben die Russen Schuld. Auf der Welt rennt's überall gleich. Ja, was jetzt? Auf der Welt rennt's überall gleich. Schaut's an mich über den großen Teich, da hat sich auch die Welt verschworen. Weil Clinton hat die Wahl verloren. Doch haben die Armee, wie man sieht, die Hillary Clinton wirklich gefürcht, weil sie ja auch, so wie man sagt, fast nur mehr Hosen an sich tragt und mit der Brechstange und der Peitschengang sehr trennt, so wie draußen den Deutschen. Laut Presse helfen wieder die Russen, um die Wahl zu beeinflussen. Und darum regiert Amerika jetzt ein Choleriker. Von Tokio bis Garsamkamp kennt jeder Mensch den Donald Trump. Die Presse ist am Trump sehr bös. Sie berücht tendenziös und das Erste, was sie habt, seine Haare sind viel zu blond gefärbt. Und sie sagen, jetzt ist alles zu spät, aber wenn er nie was gesoffen hat, wird er manch Damen furchtbar lästig. Überall war er der Größte. Drum gilt der Trump auch als Erfinder, verlange speziell Selbstbinder. Die hängen so wie ein Brot, die Schnierl ganz habe bis vor das Hosentierl.
und zogen es wie ein roter Pfeil auf dem Bestenkörper da, so dass auch bei schlechtem Licht das Wichtigste in ihrem Tiefe sieht. Wobei dies auch bedeuten kann, nur dort kam sie ihm auf die Gresse nicht an. Der Trump, kannst du in der Zeitung lesen, ist nie ein Heiliger gewesen und hat plump und ungeschliffen oft ins Fettnäpfchen gegriffen. Fettnäpfchen, denke ich mir leise, eine interessante Ausdrucksweise, denn wo der Hingreif kommt man vor, sagt man nicht Fettnäpfchen dazu. Doch mit dem Trump, ich sag fast leider, geht im Dezember so viel weiter wie beim Obama insgesamt und war noch nicht einmal im Amt. Nur vor seinem Regierungsstaat stimmt zuallererst der Senat und dann die Repräsentantenkammer gegen Krankenkasse von Obama. Mit dem Trump schießt drüben in Übersee ganz steil der da schon sieht, hey. Amerika wird wieder groß, mit dem Mauerbau geht's richtig los. Er schreibt Dekrete eigenhändig, schimpft über die Journalisten ständig. Die werden bald gefoltert in der Haft. Und die Erderwärmung wird angeschafft. Die Idee war nicht das Blöde, weil im Jänner war es schon kühler. Und alles bewegt sich Stück für Stück, nur halt nicht heimfür, sondern zurück. Und die Presse weiß genau, die Melania in Trump, seine Frau, die war eine ganz furchtbar blöde, weil sie hat bei einer Rede sich mit ihrem Akzent geblockt und hübsch genau dasselbe gesagt wie die Frau Obama vor 8 Jahren. Für das ist furchtbar ausgelacht worden. Für mich war es damals auch keine Blöde. Jetzt ist sowieso die Fürstlady und kommt in etlichen Jahren eine Neiche, sagt ihr ja sowieso das Gleiche. Doch die Melania überhaupt ist nicht so dumm, wie mancher glaubt. Mit ihrer eleganten Gestalt ist jetzt Schlagmutter das Pappen halt. Ist überfreundlich, schaut gut aus und putzt den Donalds weiße Haus. Österreich hat sich bewegt. Der Faymann wurde abgesägt. Jetzt sitzt der Kern ganz vorne am Tisch, doch ist der auch nicht sehr erfrischend. Drum hätte er gern, und ich verstehe ihn, ein Image wie der mit der Lena, nur nicht so grob, etwas mehr fein. Statt Django also Calvin Klein. Und für was das Geschiste geschaste, er möchte so fesch sein wie der Basti. Unser Bundeskanzler Kern sieht und hört sich Söm sehr gern. Und außerdem ist sein Domäne, er schmiedet furchtbar gerne Pläne. Doch beim Plan A in Wörs der Völler, als affektierter Selbstdarsteller, macht er den Mitterlehner richtig mit seinem Headset eifersüchtig. In Österreich stürzt man auf diese Art in einer Regierungskrise. Es rennt zwar so, wie es immer war, die Krise ist dann wieder gar, doch auf die Kritik, das müsst du sagen, 3 Jahre regieren und fast nichts geschehen, ein rennt ja fast jetzt die Zeit davon, heißt, ja, das stimmt, jetzt fangen wir an. Und das hören wir mal bald von Kanzler Kern schon das zweite Mal. Und wie wenn's nicht recht aufgefallen war, es gibt schon lange nicht mehr Plan A, man kann sogar ins Treffen führen, es gibt Plan I für inszenieren. Und war er die Regierungschef, dann nennt er den Plan A und F.
Und nächstes Jahr, was willst du verlangen? Plan A und F ist nicht aufgegangen. Plan B geht er dann sicher durch. Da schirmst du den Russen alles in die Schuhe. Nur eine Verschwörung gibt's zum Schluss. Und diesmal ist sie nicht vom Russ. Dahinter steckt, man weiß genau, der Landesrat für Straßenbau. Die schlagt den Lenzer hoche Wöhner. Der Brückenbau von Herrn Stornköhner verursacht alltag zweimal Stau. Das wird dem Büringer schon sauer, weil jeden Tag beim Arbeit fahren kannst stundenlang nur Nasen bohren. Das hat dem Büringer verdrossen und er hat sich deswegen entschlossen, er tritt heuer endlich zurück und drum baut der Stornköhner die Brück. Doch auch die Gersdorfer tat beten, Gott gib ihm Kraft zurückzutreten, weil mit Stötzer haben wir das Gefühl, hat das Böe ein leichter Spiel. Anscheinend läuft so, wer hätt's geahnt, so wie er vom Stornköhner geplant. Drum werde ich es so gestalten, gleich heint den Nachruf abzuhalten. Vom Büringer weiß man so viel, überall flott, überall agil, ein ständiger Unruheherd, dass nix auf die lange Bank geschoben wird. Und wenn er sich heißem entfernt, ein Leben lang hat er gelernt, Sepp, du bist nicht der Ullergrest, solang's nicht auf die Zechen stehst. Der Büringer war immer nicht allweil fesch, allweil adrett, dunkler Anzug, lichte Pfad, um dies alles ist den Wöhlern Lord. Doch was am meisten die Leute anzupft, es gibt keinen mehr, der so schön hupft. Zum Schluss werden wir fürs nächste Leben dem Peppi ein, zwei Ratschläge geben. Tue ja die etablierten Wöhn und lass dir deinen Boss nicht stöhnen. An dieser Stelle empfehle ich sehr den neuen Toyota CHR. Den gibt's, denn das macht den Unterschied, ob es Turbo oder als Hybrid. Zusätzlich möchte ich betonen, man kann auch in den Bergen wohnen und wenn das der Fall war, dann gibt's noch als Allrad. Einen Abend nur voll Heiterkeiten wünscht euch Toyota Sieghardt Leitner.